Ja, hey lieber Arschlecker und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Endlich mal wieder was von mir auf meinem Kanal. Ist ja schon eine ganze Weile her. Jawohl, es geht heute um den Yamaha DXS15. Ist ein aktiver Bandpass-Subwoofer mit einem 15 Zoll Tieftontreiber, wie der Name auch schon sagt. Ja, was ist der Unterschied zwischen warum ich jetzt unbedingt einen Bandpass-Subwoofer hier hatte? Ganz einfach, Bandpass-Subwoofer haben, finde ich, ein schöneres Klangverhältnis für Live-Anwendungen. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Man nimmt auch viel Bassreflex. Eigentlich macht das auch klanglich nicht wirklich einen Unterschied. Aber ich dachte mir, probier's das mal aus, mal gucken, wie es klingt. Und gar nicht mal so doof. Ja, ein Bandpass-Subwoofer ist fast nichts anderes als ein Bassreflex, außer dass er eine zweite Kammer hat. Das heißt, bei einem Bassreflex-Subwoofer kann man vorne meistens den Treiber sehen und es gibt ein Bassreflexrohr. Bei einem Bandpass-Subwoofer müsst ihr euch einfach nur ein zweites Gehäuse vor dem Teller nochmal vorstellen mit einem zweiten Bassreflexrohr. Mehr ist das gar nicht. Kann ja mal ein Bild einblenden, wie ein Bassreflex, wie ein Bandpassgehäuse von innen aussieht, damit ihr eine Vorstellung habt, was das eigentlich ist. Jawohl. Der Bass schafft 132 Dezibel in der Spitze, 600 Watt RMS und wiegt 38 Kilogramm. Das Schöne ist, obwohl er 600 Watt liefern kann, zieht er aus der Steckdose nur 120. Jetzt werden die meisten sagen, hä, wie geht das denn? Oder mir Kommentare schreiben, von wegen du laberst ja nur Kacke. Nein. Und zwar, damals war es so, dass die Endstufen mehr gezogen haben, als sie geliefert haben. Beispielsweise haben sie 2000 Watt gezogen, haben aber nur 1500 geliefert. Jetzt mal als Beispiel. Das ist heutzutage nicht mehr so. Die Technik ist schon ziemlich weit und baut immer bessere Puffer, immer bessere Kondensatoren in die Endstufe rein. Und das hat den Vorteil, dass sie impulsartig mehr liefern können, als sie aus der Steckdose ziehen. Warum impulsartig? Es ist aber klar, dass eine Endstufe nicht 600 Watt liefern kann, wenn sie nur 120 aus der Steckdose zieht. Wo soll die Leistung auch herkommen? Aus der Luft? Geht schlecht. Deswegen zieht sie praktisch, also in Anführungsstrichen dauerhaft 120 Watt, in Anführungsstrichen, das schwankt natürlich auch extrem, lädt dabei immer die Kondensatoren auf und dann, wo der Bassschlag kommt, entladen die sich und können Spitzenleistung in dem Fall 600 Watt an den Treiber abgeben. Das heißt natürlich nicht, dass, wie gesagt, dass er das dauerhaft kann. So, nochmal so viel dazu. Ja, der hat einen Frequenzgang oder einen Frequenzbereich von 45 Hertz bis 160 Hertz bei einer Abweichung von bis zu 10 dB. Das bedeutet, ich kann auch gerne mal über Lautsprechertypen und alles sowas nochmal ein extra Video machen, aber ich wollte es nochmal kurz erklärt haben, Unterschied. Das bedeutet, dass er in diesem Bereich von 45 Hertz bis 160 Hertz bis zu 10 dB im Plus- oder in den Minusbereich abweichen kann. Das heißt, wenn ich ihn jetzt auf 90 dB fahre und einen Sweep mache von 45 bis 160 Hertz, dass er immer so nach oben geht und nach unten, dann wird einem auffallen, dass manche Frequenzen lauter sind und manche leiser sind. Das heißt, bei 45 Hertz kann es sein, dass er nur 80 dB leistet, denn bei 60 Hertz macht er 90 dB. Das kann halt bis zu 10 dB abweichen. Das ist diese Angabe. Seriöse Hersteller wie beispielsweise KME kennt man natürlich, RCF, L'Acoustique, D&B Audio-Technik, die messen meistens eigentlich mit minus 3 dB und diese Abweichung ist eigentlich schon schwer hörbar. Und das ist schon ganz gut. Minus 10 dB finde ich jetzt ein bisschen schwach gemessen, finde ich kacke von Yamaha, dass sie das wohl gemacht haben. Aber dann würde da, glaube ich, auch ein anderer Frequenzgang stehen als 45 bis 160 Hertz. Na, so viel dazu. Genau. Nochmal zum Treiber. Der hat eine 2,5 Zoll Schwingspule. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ich würde sagen, wir schauen uns das Gerät mal von hinten an, weil von oben seht ihr bloß einen Steckflansch und mehr ist das auch nicht. Okay, kommen wir nun zur hinteren Detailansicht. Also, wir haben hier das Endstufenmodul, die ganzen unwichtigen Beschriftungen lassen wir mal weg. Wir haben hier oben einen nicht temperaturgesteuerten Lüfter. Wenn ihr den Amp anmacht, läuft er auch sofort mit. Aber was ich sagen muss, das Ding ist sehr, sehr leise. Also der Lüfter, den hörst du eigentlich kaum. Das heißt, der Bass ist auch eigentlich galatauglich. Wir haben die Eingänge, haben wir zwei Stück. Wieso? Es ist ein Stereo-Subwoofer. Das heißt, er ist nicht nur dafür zu gebrauchen, wenn ihr zwei Bässe habt, sondern ihr könnt auch praktisch zwei Top-Teile mit einem Bass fahren und trotzdem beide Signale über den Bass schicken. Normalerweise ist es ja so, dass die Stereo-Signale, dass der Bass trotzdem auf beiden Kanälen gleich ist, aber sollte diesmal nicht der Fall sein, habt ihr halt die doppelte Sicherheit, dass ihr wirklich beide Seiten auch auf den Bass wiedergeben könnt. Ihr könnt das Ganze wieder rausschleifen zu den Top-Teilen.
Und ja, wir haben hier einen Poti zum Regulieren vom Eingangspegel. Und zwar haben wir da einmal minus unendlich. Das heißt, wenn wir den ganz unten haben, kommt natürlich gar nichts durch. Dann können wir zwischen minus 20 auf 0 dB regeln und wir können sogar in den Plusbereich gehen bis plus 10 dB. Das heißt, er verstärkt nochmal ein bisschen vor. Ich würde euch empfehlen, das immer auf 0 dB zu lassen, das Ganze mit dem Mischpult zu regeln. Und wenn ihr halt die Möglichkeit nicht habt, dann müsst ihr halt auf den Poti hier zugreifen. So, wir haben insgesamt haben wir 5 Status-LEDs. Und zwar, wir haben einmal den Limiter. Der leuchtet auf, wenn das Gerät, wie gesagt, wie der Name schon sagt, am Limit ist. Das heißt, an der Leistungsgrenze fährt. Signal ist klar, kommt ein Signal rein, liegt ein Signal an, leuchtet die LED grün. Protection ist ein Fehler im Gerät oder eine, also ist eine Schutzschaltung. Das heißt, wenn der auf Volllast ist oder auf Überlast, schaltet der, also die Protektion praktisch den ganzen Lautsprecher ab und stellt Fehler im Gerät fest. Das heißt, auch Überhitzungsschutz und alles sowas wird über Protection angezeigt. Dann haben wir einmal die Power-LED, die leuchtet halt, wenn das Gerät eingeschaltet ist, ganz normal, kennt man. Dann haben wir einen Wahlschalter, ob wir die Front-LED ein- oder ausgeschaltet haben möchten. Das ist sehr, sehr cool, wenn ihr halt unterwegs seid als DJ, sieht es ganz cool aus, wenn die da vorne leuchtet. Wenn ihr im Theater seid, Musical, was auch immer und der einfach nur daneben steht, sieht das manchmal nicht ganz so cool aus, damit ihr nicht Gaffer rüberkleben müsst, könnt ihr das ganze Ding einfach ausschalten. Sehr, sehr praktisch, wie ich finde. Dann haben wir ein kleines Fenster, um auf den DSP zugreifen zu können. Und zwar haben wir hier einen Wahlschalter zwischen Boost, Off und Extended Low Frequency. Das bedeutet nichts anderes, als wir können praktisch eine Anhebung von irgendwelchen Frequenzen einfach ausschalten. Oder wir gehen auf Boost, das heißt, er hebt die Frequenzen an, die sich im Kickbass-Bereich befinden. Das heißt, so um die 50 bis 60 Hertz, so in diesem Bereich ungefähr, hebt er nochmal ein bisschen die Kurve an, sodass er praktisch nochmal einen punchigen Kick bekommt. Dann habt ihr nochmal Extended Low Frequency. Würde ich, wenn ihr den wirklich auf hoher Last fährt, nicht anwählen, denn dann greift er praktisch schon mal die tiefen Frequenzen noch ein bisschen weiter tiefer. Das heißt, er fängt nicht auf 45 Hz an, sondern halt noch ein Stückchen tiefer. Was natürlich den Treiber da vorne und die Endstufe selbst nochmal ein bisschen Reserven klaut. Das heißt, in diesem Modus würde ich den Bass nicht auf Volllast fahren. Deswegen habe ich noch immer auf Boost, weil letztens hatte ich einen Musical eingesetzt, da kam halt praktisch immer nur Popmusik und so und da will man halt noch ein bisschen den punchigen Sound haben. Genau, dann haben wir halt die Status-LED, ob der DSP in welchem Modus er sich befindet praktisch. Und dann haben wir noch einen Wahlschalter, um die Trennfrequenz einzustellen. Einmal 120 Hz, 100 Hz und 80 Hz. Ich halte das Ding immer 120 Hz, weil ich immer, wenn ich das Ding am Einsatz habe, mir ein XTA dazu miete. Das ist ein Speaker-Management-System. Und mit dem stelle ich dann ein, ab welcher Frequenz er aufhören soll. Deswegen kann ich ihn hier ganz hoch schalten, weil ich kann dann mit dem DSP, den ich davor schalte, immer noch sagen, ey, hör mal auf der Frequenz einfach auf zu spielen. Deswegen habe ich es immer ganz hoch. Für 12 bis 15 Zoll Top-Teile würde ich 80 Hz empfehlen. Und ab so 10 bis 8 Zoll würde ich 100, 120 Hz empfehlen, damit die Tops halt ein bisschen entlastet. Aber, großes Aber, diese Trennfrequenz geht leider, finde ich echt sehr schade, nicht für die Ausgänge. Das heißt, wenn ihr jetzt hier auf 120 Hz stellt, dann hört nur der Bass selbst ab 120 Hz auf zu spielen. Das heißt aber nicht, dass er hier erst ab 120 Hz rausgibt, was ich schade finde. Das heißt, hier die beiden Ausgänge laufen Full Range weiter. Und ja, dann haben wir noch einen Ausschalter, ziemlich uninteressant, den Kaltgeräteeingang und das war's eigentlich schon von der Endstufe. Alles klar. So, jetzt siehst du noch einen Clip, wie das Einschaltverhalten von Subwoofer ist. Also, wie lange leuchtet der Protection, wann gibt er den Speaker frei? Bei manchen Leuten interessiert sowas, deswegen siehst du das jetzt im Video. Willkommen zum Fazit. Also, ich würde ja am liebsten euch einen Hörtest geben, aber das macht bei YouTube echt überhaupt keinen Sinn. Weil es kommt darauf an, was ich für ein Mikrofon habe, welche Verarbeitung vom Ton, welche Boxen ihr habt, welche Kopfhörer und YouTube komprimiert das Ganze auch nochmal. Das heißt, es hat überhaupt keinen Sinn, das über YouTube überhaupt einen Soundcheck zu machen. Deswegen frage ich mich ganz besorgt, wie andere das machen können. Weil daraus kann man nicht hören, ob ein Speaker gut klingt oder nicht. So,
Ihr wisst, ich bin bei Boxen immer recht ehrlich und sage auch, was mir nicht gefällt. Und klar, das Ding kostet 820 Euro, aber das ist keine Entschuldigung dafür, wenn irgendwas scheiße ist. Und es gibt auch ein paar Minuspunkte, die ich ansprechen muss. Also, das Erste, was mir gut auffällt, ist die Verarbeitung. Die ist wirklich voll okay. Es könnte besser sein an manchen Stellen vom Lack her, aber das Einzige, was ich bemängeln kann, ist, dass der Lack ein bisschen dünner ist. Aber das ist der einzige Minuspunkt in der Verarbeitung. Der Rest ist top verarbeitet. Sound. Das Wichtigste ist eigentlich der Sound. Und da muss ich sagen, ja, ist geil. Keine Frage. Aber es geht besser. Ich habe auch schon besser von Yamaha gehört und von anderen Herstellern für diese Preisklasse. Und da muss ich sagen, für 820 Euro ist mir der Bass ein bisschen zu hoch. Also, der spielt erst auf 45 Hertz, aber wahrscheinlich mit der minus 10 dB Abweichung. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Also mir spielt der, also als Subbass kann man ihn gar nicht einsetzen, weil der spielt einfach mal viel zu hoch. Ich finde gut, dass man auf den DSP teils zugreifen kann mit dem Boost und den Extended Low Frequency und mit der Trennfrequenz, dass man das einstellen kann. Das finde ich ganz gut, dass man darauf zugreifen kann. Aber sonst vom Sound her, er geht recht hoch in der Le also in der, im Pegel. Das ist schon ganz gut für die Preisklasse. Es gibt natürlich 15er, die schaffen mehr. Aber nichtsdestotrotz ist der Pegel, der da rauskommt, ziemlich ordentlich. Ist voll okay. Ich habe den jetzt bis jetzt nur bei zwei Musicals eingesetzt und einer Liveband. Und beim Liveband-Auftritt, der war nicht ganz so groß, in einem kleinen Cafächen mit irgendwie 100 Leuten oder so, mehr war das nicht. Und das haben wir mit dem E-Drum-Set und da kamen die Bass-Drum über und die ganzen Toms über den Bass sehr, sehr gut. Also das hat mir außerordentlich gut gefallen. Wofür ich ihn nicht einsetzen würde, das wäre für Clubbetrieb. Für Clubbetrieb wäre der Bass, finde ich, überhaupt nicht geeignet, weil er da zu Mittenbereich zu dröhnt spielt, könnte man sagen. Wenn man DSP davor schaltet und ordentliche Kurven reinsetzt, kann man das vielleicht noch ein bisschen verhindern. Aber für Clubbetrieb absolut ungeeignet, finde ich. Für Live eher, ja, was ich schade finde, auch, dass keine Ansätze für Bluebeats sind. Das finde ich ein bisschen blöd. Was ich wiederum an dem Bass sehr, sehr gut finde, ist, dass das Cover, was es dazu gibt, verhältnismäßig günstig ist. Es gibt Boxenhersteller, die verlangen für so ein Softcase, für so ein Cover wesentlich mehr. Das ist bei dem Yamaha-Bass durchaus zu verkraften. Was ich noch sagen wollte, was ich bei dem Bass auch schade finde, ist, dass es keine Butterfly-Griffe gibt. Es sind normale Schalengriffe. Die sind okay, man kann damit gut transportieren, aber ich hätte mir dort auch schon gewünscht, wenn man ihn stacken will, dass man mit Butterflies da irgendwie so ein bisschen besser rankommt. Aber ja, es ist zu handeln. Ja, das war es eigentlich schon von dem Test und Check zu dem Yamaha DXS15. Wenn dir das Video gefallen hat, ihr kennt ja das blöde YouTube-Gelaber. Gib mir einen Daumen hoch, wenn nicht, dann vergiss den Daumen hoch. Kennt man ja. Und ja, ich habe übrigens, manche haben sich ja wahrscheinlich gefragt, mit welchen Tops ich den betreibe. Ich betreibe den mit passiven Tops. Ganz einfach deswegen, weil ich die Tops ganz gerne fliege. Das sind nur 8-Zöller, aber ich fliege die ganz gerne. Manchmal letztlich für Monitor ein. Und gerade da, wenn es ein bisschen regnet, ist es auf jeden Fall gut, da was Passives zu haben. Deswegen sind die Boxen auch passiv. Und deswegen will ich beim Sub halt auch auf passiv umsteigen und wie gesagt, ich mache den Link in die Videobeschreibung, der ist bei eBay Kleinanzeigen drin und nee, versenden tue ich nun gerne, also wenn dann nur Abholung. Und ja, das war es eigentlich schon. Wie gesagt, die wissen wollten, was ich für Tops habe, ich habe Alps Audio C108, gibt es auch ein Video zu, das Video findest du direkt hier, wenn du hier raufklickst. Und ja. Dann möchte ich von euch noch übrigens wissen, ich habe noch ein paar andere Sachen, die vor die Kamera wollen. Ich habe echt wirklich mal heute Luft gehabt, heute auf dem Sonntag, mal ein Video zu drehen. Das ging sonst nicht so einfach. Ich habe letzter Zeit echt wenig Zeit und manchmal auch wenig Lust und manchmal macht die Gesundheit nicht so mit. Deswegen, aber ich habe noch andere Sachen und ihr müsst mir sagen, was ihr sehen wollt. Also ich könnte, worauf ich richtig Bock hätte, ich würde euch gerne zeigen, die wesentlichen Unterschiede zwischen Digital-Analog-Pulte. Ich würde auch mal ein digitales Pult durchnehmen, ich würde auch mal ein analoges Pult komplett durchnehmen. Ich würde Videos machen über Lautsprecher, Chassis, Gehäuse, was auch immer, was ihr wissen möchtet, wie ihr möchtet. Ich könnte auch mal ein Video über Moving Head machen, weiß ich nicht,
Wenn es bei der Firma klappt, vielleicht mit einem Mac Aura oder mit einem Rope 575er AT. Ist schon ein bisschen älter, aber ist ja kein Ding. Gibt es ja noch zu kaufen. Und dann habe ich noch so kleine Sachen und die würde ich aber euch sehr, sehr gerne zeigen. Und zwar habe ich einen neuen Kopfhörer. Das ist ein Audio-Technica. Ich glaube, der heißt ATH. Genau, ATH M50X. So heißt er. Ich hoffe, ich habe es richtig im Kopf gehabt. Ein unglaublich guter Kopfhörer. Ich habe noch keinen besseren gehört für diese Preisklasse. Kostet nur 140 Euro. Drei Kabel mitgeliefert. Sitzt super auf dem Ohr. Klingt unglaublich gut. Unglaublich gut. Ich finde besser als die Biodynamics, die im Studio überall hängen. Ich finde die super. Dann habe ich mir, was ich für Veranstaltungstechniker, Clubbetrieb, Barbetrieb und auch allgemein in Hallen gut finde, meine LED-Linse. Ist zwar eine kleine verfickte Taschenlampe, aber das braucht mal jeder. Die habe ich auch, die kann ich auch vor die Kamera setzen. Dann habe ich hier noch so ein hässliches E-Drum-Set, aber ich glaube, das wird keiner sehen. Also eigentlich, ich könnte auch eine ganze Menge mit euch machen. Das ist absolut kein Problem. Aber ich quatsche schon viel zu viel. Ich würde sagen, wir lassen das heute erstmal gut sein. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis dahin, practice and enjoy.